Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, heute mit einem Wii U Special. Das haben wir jetzt ein bisschen schleifen lassen, aber wir wollen uns natürlich nicht nehmen lassen, noch ausführlich über den Launch der neuen Konsole von Nintendo zu sprechen. Dazu ist dabei der Micha, guten Morgen. Guten Morgen. Und als ausgewiesener Nintendo-Experte mal wieder der Andreas Garbe von ZDF Kultur. Guten Morgen, Andreas. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Du bist ja so, Nintendo begleitet dich ja durch deine journalistische und Blogger-Karriere. Wir haben uns letztes Mal, haben wir dich auch schon eingeladen, als die Wii U angekündigt wurde. Damals noch bei Breakfast at Manu Spiels Folge 584, verlinke ich natürlich gerne. Dann kann man vielleicht mal so ein bisschen vergleichen, was waren die Erwartungshaltungen und wie schlägt sich die Wii U jetzt wirklich im Praxistest. Damals haben wir über die Pressekonferenz gesprochen mit diesen sehr lustigen blauen Männchen und so. Und du bist heute wieder da und wir haben alle jetzt eine ganze Weile Wii U gespielt und darüber wollen wir heute reden. Jawohl. 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 Fangen wir doch mal an. Ihr habt euch, wie seid ihr an die Konsole gekommen? Habt ihr ein Muster? Habt ihr euch die zum Launch bestellt oder wie ging das vonstatten, Andreas? Ich habe sie mir vorbestellt in einem Elektronikfachhandel meiner Wahl um die Ecke und sie war dann auch da. Hätte ich sie nicht vorbestellt, hätte ich sie nicht gleich bekommen, da hätte ich noch zwei Wochen warten müssen, also das war ganz gut. Und ja, ich habe mir natürlich das Premium-Bundle geholt und mir dann jede Menge Software schicken lassen. Ja, ich war diesmal, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, auch im Podcast, auf Twitter, ich war diesmal überhaupt nicht so auf Launch scharf. Ich bin ja sonst immer ein ausgewiesener Early Adopter, aber der 3DS-Start und der PS Vita-Start mit diesen sehr zähen Launch-Fenstern hat es mir irgendwie so ein bisschen vermaledeit, auch jetzt bei der Wii U. Es lag vielleicht auch daran, dass einfach im letzten Quartal wahnsinnig viel los war bei mir, beruflich, privat und auch zu spielen gab es ja auch genug. Und da mein Lieblings mit Freude erwartetes Rayman Legends irgendwie zum Launch dann doch noch gecancelt wurde und verschoben wurde, war ich so gar nicht mehr scharf auf den Wii U-Launch. Und es kam auch wirklich wenig raus, Micha, oder? Oder welche Spiele hast du dich denn so direkt zum Launch gefreut? Also Rayman war auf jeden Fall auch so ein heißer Kandidat für mich. Dummerweise jetzt verschoben auf Februar, glaube ich, ne? Hm. Aber immerhin kommt es halt. Und dann habe ich mich ansonsten sehr stark auf Zombie-U gefreut, weil das da, also als Survival-Horror-Fan und auch so die Ideen, die sie hatten, wie dieses Pad eingesetzt wurde, das konnte ich auf der Gamescom da mal kurz anspielen und das fand ich ziemlich cool. Tja, und ja, das Endergebnis war dann doch etwas ernüchternd. Gut, aber zu den Spielen kommen wir nachher. Jetzt erstmal zur Konsole selber. Na, wirklich gereizt hat mich ja schon so diese Verbindung mit dem Gamepad und dem Touchscreen, auch wenn der technisch jetzt ein bisschen zurückhinkt, schon zum Launch im Vergleich zu den ganzen iPads und Co's. Aber für spielerische Gimmicks wird es wohl lang, habe ich noch gedacht. Leider gibt es ja sehr wenig Spiele bisher, die das richtig ausnutzen, Andreas, oder? Also ich meine, Nintendo Land ist quasi so das Wii Sports der neuen Wii U, ist aber in der Standardpackung nicht mal mit dabei, was ich einen großen Fehler halte. Die Standardpackung ist eine Mogelpackung. Ich glaube, das habe ich in unserem ersten Podcast auch schon gesagt. Das ist wie damals bei der Xbox 360. Das ist nur, um behaupten zu können, Wii U beginnt bei 200 €. Genau. Zum Line-Up, also ich finde eigentlich, das Launch-Line-Up war ja ziemlich rein zahlenmäßig, sah ja recht gut aus. Und auch interessante Titel für Nintendo, ungewöhnliche Titel, ne? Darksiders 2, Assassin's Creed 3, Call of Duty Black Ops 2, Mass Effect 3 und so. Also da sind Titel, die man eigentlich auf Nintendo-Konsolen immer schmerzlich vermisst hat in den letzten Generationen. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, es gab kein Spiel, was wirklich direkt für die, oder wenig Spiele, die direkt für die Wii U gebaut waren und die das Pad auch ausgenutzt haben, das stimmt. Und wenn man Xbox und PS3 hat, dann hat man diese Spiele als Core-Gamer oder jetzt für unsere Zuhörerschaft, war das natürlich alles nur so, ja okay, jetzt sind halt Ports, ja, aber dafür brauche ich mir keine neue Konsole kaufen. Genau die Zielgruppe will Nintendo ja eigentlich auch ansprechen jetzt, also mehr als mit der Wii, ne? Ja, stimmt. Es ist so ein bisschen
ja, schwierige Abwägung. Aber es kommt ja Gott sei Dank mehr. Also ich denke mal, wenn jetzt auch Rayman kommt im März, glaube ich, ne? Das wird ein Knaller. Zombie U, klar, nutzt es aus. Darüber habt ihr ja schon diskutiert. Also ein, zwei Titel gibt es jetzt schon, aber sind nicht so viele. Ja. Ich hatte auch nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwie, wow, die neue Generation beginnt, ich muss es haben. Ich hatte es natürlich, aber ne, irgendwie dieses Gefühl damals bei der Wii, erinnert ihr euch an diese South Park-Folge, wo Cartman vor dem Electronics-Boutique auf- und abläuft und sagt, come on. Das war damals das Gefühl so. Das war so geil eingefangen, weil es war wirklich so. Ich habe jeden Tag gezählt, ja, und Monate vorher schon gesagt, so, oh, ich warte so auf diesen Moment. Das war bei der Wii U ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Hm. Ja, das war bei der Wii, bei mir war das besonders wegen Red Steel so, auch einem anderen Ubisoft-Spiel. Das muss man ja sagen, Ubisoft hatte von Start weg immer ganz gute Unterstützung für die neuen Nintendo-Konsolen jetzt gehabt. Und da habe ich irgendwie diese Trailer und diese Previews zu Red Steel gesehen und ich so, Alter, man kann einen Ego-Shooter spielen, so als würde man eine Pistole halten. Cool. Und Schwert. Und schwer, und genau, da kam ja noch das Schwert dazu und das hat mich, da war ich auch wie Carmen, so, wegen Red Steel hauptsächlich. Und ich dachte so, Alter, geil, muss ich haben, Schwerkampf und super cool. Und mit dem ersten Spiel gab es das dann zwar noch nicht so gut, aber dann kamen wir zum Glück irgendwann Red Steel 2 mit diesen Zusatzaufsätzen. Das hat delivered, also es hat ja echt auch tatsächlich dann irgendwann Schwerkampf gegeben. Ja. Eben, ich fand Red Steel 1 auch gar nicht so schlecht, ja. Nee. Naja, okay. Aber es hat das Versprechen nicht eingelöst. Also als Spiel war es ja ganz okay, aber dieses Versprechen, dieses Schwert zu führen, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Das hat wirklich erst bei Red Steel 2 einigermaßen geklappt. Ja. Und bei Zelda dann, ja. Beim ersten ja auch noch nicht. Eben, und mir fehlte diesmal bei der Wii U so dieses so, oh geil, also dieses Gadgetophile, was ich sonst habe, wurde hier gar nicht so getriggert, weil ich meine, selbst die PS Vita hat gefühlt mehr technischen Gimmick und Schnickschnack als die komplette Wii U. Ja. Dieses Next-Gen-Feeling fehlt mir, weil es ist halt auch nur HD. Es ist zwar jetzt das hochauflösendste HD aller drei Konsolen, aber dafür, dass die anderen Konsolen schon so viele Jahre auf dem Buckel haben, fühlt sich die Wii U halt an wie der Status Quo und nicht wie die nächste Generation. Das ist definitiv so. Und das Pad, selbst das Pad fühlt sich halt veraltet an, wenn man ein bisschen mit dem iPad schon rumgespielt hat. Aber das war doch eigentlich auch bei der Wii so. Also das, ich bin ja immer sehr leidenschaftlich bei dieser Diskussion, war die Wii eine Next-Gen-Konsole, also eine Konsole der Generation, Xbox 360, PS3 und jetzt natürlich der Frage, ist die Wii U Teil der neuen Generation? Das mache ich überhaupt nicht an Grafikleistung fest, denn man hätte ja damals auch der PS2 nicht abgesprochen, Teil der damaligen Generation zu sein, nur weil sie eben nicht so leistungsfähig war wie der GameCube oder dann natürlich der Vorreiter der Xbox. Ne? Klar, aber man kann es trotzdem nicht abschütteln, das Gefühl. Also ich weiß, was du meinst und gerade bei Nintendo-Konsolen ist mir die Grafikpower relativ egal, wenn ich dafür Spiele wie Pikmin, Zelda und Mario bekomme. Ja? Mario bleibt gut und ist gut, egal ob der jetzt in HD, Ultra HD oder 4P läuft. Ist mir relativ schnurz bei so einem Spiel. Ja? Dafür kaufe ich mir keine Nintendo-Konsole. Aber trotzdem werde ich eben dieses Gefühl nicht los. Ich gebe jetzt gerade, ich kaufe mir die teuerste Konsole, die es momentan gibt und kriege dafür aber nur eine adäquate Leistung. Aber hattest du das nicht bei der Wii auch? Ich meine, da war es ja auch so de facto. Die Wii hatte ja vor allem zum Launch, ne? Also ich meine, Red Steel war, wie gesagt, fand ich gar nicht so schlecht, wie die meisten Leute es bewertet haben. Aber grafisch war das ja, GameCube. Furchtbar. Total. Absolut, aber da war halt dieses Versprechen, du kannst dein Laserschwert ja selber führen mit dieser Wiimote. Das war so der Selling Point für mich. Und dieses Pad selber wird halt noch nicht so richtig genutzt, ehrlich gesagt, finde ich. Also ich meine, klar, Mass Effect 3, dann kann ich halt die Waffen irgendwie über das Touchscreen auswählen, aber wenn ich schon auf einer anderen Konsole durchgespielt habe, dann lockt mich das auch nicht hinterm Ofen vor. Ich glaube, dass es die Leute anspricht, die eben noch keine andere Konsole haben. Für die ist das, glaube ich, momentan die perfekte Konsole. Du hast einerseits eben so Gadgets und Gimmicks mit dem Touchscreen, was sonst keiner hat. Spiele, Ideen, kommen ja gleich dazu, wie bei Nintendo Land, die nur mit diesem Gamepad funktionieren. Einerseits hast du das und zweitens hast du trotzdem aber auch HD-Grafik für Darksiders 2, für Call of Duty, für Mass Effect 3, für Batman und kriegst dort noch so kleine Gimmicks obendrauf, um eben halt die Menüführung über das Touchscreen zu machen. Also für die Leute, die noch keine Konsole haben, ist es, glaube ich, momentan der beste Deal. Aber dann, das würde dann eigentlich bedeuten, dann wäre die Wii U nicht die Wii 2, sondern nur die Wii 1,5, oder? Die Wii HD oder sowas, oder?
weil die Wiimote und so funktioniert ja trotzdem alles noch. Diese Sensorleiste ist ja auch dabei. Also, Micha, weiß nicht, wie geht's dir? Für mich fühlt sich schon an wie eine Wii upgraded als HD mit zusätzlichem Gamepad-Controller. Ja, das stimmt, aber ich find's cool. Ja. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also ich mochte die Wii sehr. Ich mag halt das Spiele-Line-Up unheimlich gerne auf der Wii. Ich finde, also es wird ja immer gemeckert, so kein HD und weiß nicht und so. Aber erstens kannst du alle Gamecube-Spiele auf der alten Wii spielen. Und auf dem Gamecube gab es einfach super Spiele. Und das war ein Grund für mich, halt die Wii auch zu holen, weil ich hatte den Gamecube damals übersprungen. Mhm. Und jetzt mit der Wii U gibt es leider diesen Gamecube-Support nicht mehr, aber man kann halt seinen Wii-Kram drauf spielen. Und das macht mich schon glücklich, weil ich finde, Abwärtskompatibilität ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, weil ich das immer total doof finde, wenn man irgendwie eine neue Konsole kauft so und man kann nichts Altes von alten Kram irgendwie spielen. Deswegen war ich sehr traurig, dass Sony zum Beispiel den Support von der PlayStation 2 einfach so mal gestrichen hat. Das war mies, ja. Das war richtig mies. Sehr früh. Ja. Sehr früh halt auch und das ist so schade, weil diese PlayStation-Bibliothek ist, ich finde, das ist die bisher beste, die es je gegeben hat irgendwie, weil es einfach die schönsten Spiele darauf gibt. Und bei der Wii kannst du jetzt zum Glück aber immer noch so ein paar alte Klassiker halt immer noch auskramen, so Rollenspiele und alles. Und ich finde aber, also was man nicht vergessen darf, ist, man schaltet die Konsole ein und wird halt auch direkt mit so einem freundlichen, familienfreundlichen Menü irgendwie begrüßt. Und das ist schon ein ganz anderer Flair, der da so rüber schwimmt als bei Xbox oder PlayStation. Also du machst die PlayStation an und das ist schon ein ziemlich unterkühltes, sehr technisches Menü. Strahlt alles so die Ausstrahlung von so, yeah, wir sind die Geilsten aus. Und dann machst du die Xbox an und das ist irgendwie so ein totales Durcheinander und Kuddelmuddel, was sie ja schon 2-3 Mal geändert haben. Erinnert ihr euch noch an das allererste Dash? Oh, die Dashes, gell? Ja. Die Blades hieß das, genau. Genau, diese Dinger, die man so seitwärts blättern musste. Und ich finde es jetzt mittlerweile alles viel besser und gut. Ich mag dieses Metro-Design, aber es ist halt trotzdem immer noch ein ziemliches Durcheinander mit total infantilen Texten irgendwie so. Weißt du, wo irgendwelche Sachen doppelt beworben werden, so Call of Duty, hol dir die Baller-Action. So mit 2 Untertiteln, wo du dich fragst, wer hat der Redaktion geführt? Und Wii U ist direkt sehr angenehm. Du hast wie nennt man das, B-Plaza oder sowas? Also da sind so ganz viele kleine Mies irgendwie drauf. Das sind wohl Spieler der anderen Welt und dann werden immer so Sprechblasen eingeblendet und das sind so Bilder meistens aus den Communities, das sind halt so Online-Foren. Kann man sich so vorstellen wie Top-Tweets. Also ja, genau. Das Miiverse ist ja quasi diese neue Online-Community der Wii U. Da kannst du kleine Textbotschaften hinterlassen, es gibt Channels zu den einzelnen Spielen, du kannst Fragen stellen, wenn du nicht weiterkommst bei Zombie U zum Beispiel, dann hilft dir die Community, so ist es gedacht. Und der Startscreen, du siehst auf dem großen Bildschirm, siehst du die Mies und ausgewählte Sprechblasen sozusagen, ja? Meistens eben handgemalte Sachen mit dem Stylus vom Gamepad, sehr, sehr coole Sachen auch dabei. Ja. Und das Menü selber ist dann eben auf dem Wii U Gamepad. Genau, und man kann dann auch switchen, wenn man will. Also falls man jetzt gerade das Gamepad nicht zur Hand hat und man hat jetzt gerade den, keine Ahnung, Classic Controller oder so oder die Wii U Remotes in der Hand, dann kann man immer noch auf so einen Button klicken, damit man das Menü auf dem Schirm holt. Und ganz ehrlich, Leute, wenn man es einschaltet, dann ist es wirklich sehr sympathisch. Also es ist wirklich, also man hat direkt Lust auf die Konsole, weil diese Bilder, ich meine, es ist noch ein bisschen unaufgeräumt in den Foren, ich finde, da könnte es ein bisschen besser sortieren, aber diese handgezeichneten Bilder, die ausgewählt werden, anscheinend an den Favorites, an den Likes, das heißt ja irgendwie anders hier, da werden wohl die besten, was auch geil ist, oder? Yeah. Ich finde, dieser ganze Flair, dieses ganze familienfreundliche, ist diesmal total gut gelungen. Also irgendwie war das bei der Wii ja immer so ein bisschen komisch mit diesem Bildschirm, aber jetzt finde ich es total angenehm und ich habe das Ding auch einfach, ich bleibe dann auch gerne erstmal in diesem Menü und gucke mir ein paar Bilder an, bevor ich anfange zu spielen und ich finde, das macht viel aus. Ja, und vor allem du bist ja da sehr allergisch drauf, wenn es zu viel Zuckerguss hat und zu viel Nintendo ist und das haben sie hier ganz gut geschafft, glaube ich, wenn selbst du das gut findest. Ja, richtig toll. Also ich fand's, ich finde diesmal sogar die Musik angenehm. Ich habe sie gerade im Hintergrund ein bisschen an. Total geil, finde ich übrigens, und das benutzen ja manche Spiele auch und die meisten Nintendo-Sachen ist, dass das Wii U Gamepad, also die Speaker da draus, die Speaker aus dem Fernseher ergänzen. Also dass die Musik aufgeteilt ist. Ultra Stereo, ja. Ultra Stereo. Das finde ich super geil.
Ist sehr schön gemacht. Da habe ich allerdings ein kleines technisches Problem, was auch einige andere Leute haben. Nämlich hat der HDMI-Anschluss irgendwie wohl eine leichte Latenz zum Fernseher. Ja. Und ich habe dann einen Versatz von, weiß nicht, ein paar Millisekunden. Ist aber sehr störend. Also so, wenn ich Nintendo Land spiele und Monitor irgendwas erzählt und die Sprache ja auch auf beiden Geräten ausgegeben wird, dann habe ich da wirklich so eine Latenz, das klingt wie so ein furchtbares Echo. Da muss ich immer eins von beiden ausschalten. Das ist ein bisschen blöd. Aber hat mit der Wii U nichts zu tun, hat mit den Fernsehern zu tun. Mhm. Kann man aber leider in der Wii U nicht einstellen. Also das ist vielleicht was für ein System-Update demnächst mal. Aber technisch, da muss ich auch wieder reinkrätschen. Es hat zwar endlich HDMI, zum Glück. Ja, also einfach wie die anderen Konsolen auch. Das war bei der Wii ja ein bisschen problematisch. Oder nicht, technisch nicht drin. Und diesmal gibt es auch wieder so ein paar kleine Eingrenzungen. Ich bin da jetzt gar nicht so der Technik-Nerd, aber kann man sich bei den Fanboys anhören. Da motzen Martin und Dom auch darüber. Sie haben es versucht, über einen Beamer laufen zu lassen. Und der Beamer hat aber dann halt eben keinen Audioausgang für den HDMI-Sound, der da mitkommt. Da reden die ausführlich darüber, dass man dann eben über 1000 Umwege versucht und tricksen muss, um da irgendwie den Sound wieder rauszukriegen, wenn man halt zum Beispiel so ein Setup hat, dass man über den Beamer spielen will. Und andere Konsolen haben da einfach halt ein Line-Out für digitales Audio und das fehlt hier leider. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch meine Surround-Kopfhörer nicht anschließen an die Wii U, was mich auch nervt. Was aber ganz interessant ist, finde ich, ist das Signal, was Nintendo ausgibt, dadurch, dass sie bei beiden Bundles nur ein HDMI-Kabel beiliegen haben und nichts anderes mehr. Dadurch zeigen sie ja, also sie gehen wirklich fest davon aus, dass sich die Leute, die sich eine Wii U kaufen, auch tatsächlich über HDMI spielen. Das ist ja, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, bei der Xbox 360 und bei der PS3 musst du heute noch ein HDMI-Kabel zusätzlich kaufen. Das liegt, glaube ich, immer noch nicht bei. Auch bei der Slim nicht, bei der neuen. Das stimmt. Kann das sein? Ja, die Super Slim, die habe ich mir gekauft, da lag tatsächlich kein HDMI-Kabel dabei. Das ist wirklich nur dieses, es ist noch nicht mal ein Komponentenkabel, das ist halt irgendwie wirklich ein VGA-Kabel, irgendwie so ein mit normalen S-Video-Out oder so. Und das habe ich mich gefragt, hallo, ihr verkauft ja irgendwie ein Ding, das Blu-Rays abspielen kann und legt nicht mal ein HDMI-Kabel bei, das ist schon echt komisch. Ja. Also das finde ich ganz interessant, dass Nintendo sozusagen die einzige Heimkonsole mit einem HDMI-Kabel inklusive und nichts anderem anbietet. Weil sie jetzt wirklich angesehen haben, die Market Penetration ist so groß von HD-Fernsehern, dass es der Standard jetzt ist. Ne? Ja. Hm. Das Gamepad, ne, wo wir jetzt gerade schon drüber sprechen, was mich total überrascht hat, ist, wie latenzfrei das ist. Ja. Total. Also wir hatten ja gerade das mal ein bisschen Ding mit, aus, wie du es meinst. Ja. Also wir hatten ja gerade das Ding mit dem Fernsehen, das was Andreas jetzt meinte, ne, dass es diesen Versatz beim Ton gibt. Und wenn man Pech hat, in Anführungsstrichen, dann ist das Pad latenzfreier als der eigene Fernseher. Ja. Und das ist total irre. Also du spielst so Spiele wie, also zum Beispiel Call of Duty hatte ich jetzt gespielt. Und dann habe ich mal die Funktion ausprobiert, dass du es halt nur direkt auf dem Pad spielen kannst. Du kannst halt das ganze Spiel dann aufs Pad holen. Wie Toilettenmodus. Genau. Sehr interessante Erfahrung. Und die Sache ist, das war total akkurat irgendwie. Ich konnte, also ich meine, ich habe einen ziemlich latenzfreien Fernseher, deswegen ist mir das jetzt nicht so im Detail aufgefallen. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass wenn ich so ein Spiel wie Call of Duty spiele, wo es ja schon so auf die Reaktion ankommt, wo du auch relativ schnell merkst, ob du jetzt einen Versatz hast oder nicht, weil du drückst und du musst schießen. Und falls es nicht passiert, dann merkst du diese Latenz halt sofort. Da war gar nichts, das war perfekt. Das war wirklich, also ich glaube, Leute, die tatsächlich online spielen wollen, werden mit dem Wii U Gamepad sehr glücklich werden, weil latenzfrei geht es überhaupt gar nicht mehr. Und das hat mich total überrascht, weil die Bildqualität trotzdem sehr gut ist. Also man merkt zwar so leichte Kompressionsartefakte bei bestimmten Farben, so zum Beispiel Rot, also gerade die Farben, die ziemlich schwierig sind für Videokompressionen, die auch blockfrei zu komprimieren. Aber so ansonsten fand ich das total astrein. Also ich finde, so, was das betrifft, hat Nintendo auf jeden Fall alle Versprechen eingehalten. Überhaupt diese ganze Online-Experience, ich war ja sehr am Zweifeln, ob das alles klappt. Auch, so weißt du, diese ganze Miiverse, dann Community, Messaging, Friends-System. Man hat jetzt auch ja so eine Friends-Liste, die nicht mehr über diese blöden Codes so umständlich funktioniert, dass man bei jedem Spiel einen eigenen Code hat.
sondern es gibt ja jetzt einen Friendcode und es ist inzwischen auch wirklich so, da habe ich mich am Anfang vertan auf Twitter, du gibst den Friendcode ein und der andere bekommt dann auch eine Nachricht, der und der, also Manu möchte mit dir befreundet sein, willst du es akzeptieren oder nicht? Ja. Es ist nicht mehr so übertrieben paranoid, wie es bei der Wii war, dass man beide Codes eingeben muss und sich dann erst sieht und so weiter. Ja. Das funktioniert wunderbar und man kann sich Messages hin und her schicken, man kann im Spiel auch kurz in die Community reinwechseln, man muss dann nicht immer das Spiel gleich beenden. Das funktioniert eigentlich tadellos, wenn man 5 GB runterlädt. Ja, das stimmt. Und man so eine Dreiviertelstunde wartet, ne, mindestens. Genau. Du sagst aber Codes, also es sind ja keine Codes, das sind ja wirklich die Usernamen, nach denen man sucht. Und das ist das Wichtige, finde ich. Wenn man zum Beispiel weiß, wie Harald Ebert von Nintendo immer heißt, ja, dann kannst du nach ihm suchen und dann findest du ihn auch. Hm. Also das finde ich, oder zum Beispiel, ich lese relativ viel gonintendo.com von Raw Meat Cowboy. Mit dem zusammen ich damals angefangen habe zu bloggen und seine Seite ist halt sehr schnell sehr professionell geworden, weil er nichts anderes macht nebenbei. Und den Namen kannst du einfach eingeben. Da gibt es einfach seinen Namen ein. Oder in meinem Fall, ich heiße halt Falafelkit, dann gibst du Falafelkit ein und kommst zu mir. Und das finde ich cool. So muss es auch du musst sein. Halt nicht irgendwie so ein Code. Absolut, absolut. Total super. Habt ihr diesen Bericht gesehen? Man kann ja auch auf diesem Gamepad Sachen malen und kann sich quasi auch so Messages schicken mit gemalten Bildern, haben wir ja kurz erwähnt. Da gab es einen super geilen satirischen Bericht über den Penisdetektor bei Nintendo. Dass sie einen Algorithmus geschrieben haben, um handgemalte Penen zu erkennen und auszufiltern und wie Plural, kompliziert ja? das war. Super, Penen, ja. Jetzt weiß ich endlich, wie der Plural lautet. Das lernt man bei Super Level als erstes. Ah ja. Ja, es gab auf Kotaku habe ich ein sehr cooles Interview gelesen von zwei Leuten, die diesen Online-Modus so umgesetzt haben, die Produzenten von dieser ganzen Community-Geschichte und so, und die haben erzählt, dass die sehr lange Zeit damit verbracht haben, einen Algorithmus zu entwickeln, der Penisse erkennen kann. Penen erkennen kann. Ja. Und die Geschichten waren wohl ganz lustig irgendwie, weil sie da meinten, ja, wir haben uns dann halt auch echte Fotos angeguckt, überlegt, ne, und das verschiedene Formen brauchte man und so, bis wir auf die und die Idee gekommen sind, sehr lustig, müssen wir mal raussuchen für den Blogartikel. Mhm. Und aber man sieht sie doch noch, wenn man durch die Communities durchswipet. Es gibt irgendwie noch Leute, die können das ganz geschickt umgehen. Das fördert die Kreativität immer so. Total. Also das scheint, also viele scheinen das auch zu wissen, dass es diesen Algorithmus gibt und die fordern das. Der Algorithmus ist ein Fake. Den gibt es nicht wirklich. Da sitzen wirklich Leute da und filtern von Hand diese Messages raus. Ja. Das merkt man auch. Ja. Das muss eine Armee sein, oder? Also, oh ja. So, meine allererste Erfahrung war gleich, zack, irgendwie der Admin, der sagt, ja, ihr Kommentar wurde gelöscht. Ich glaube, in meinem Fall war es eine Double Post, das ist nicht erlaubt. Aber man hat da auch schon sehr viel negative Beispiele gehört von übereifriger Zensur. Also Apple. dass zum Beispiel ein Vater seinem Sohn ein Mii einrichten wollte, ein Konto einrichten wollte, und der Sohn heißt Killian. Und das wurde nicht erlaubt, weil es eben quasi das Morphem Kill rausgefiltert wurde und gesagt wurde, nee, so, du darfst dich so nicht nennen. Aber Killian ist ja nun wirklich ein ganz normaler männlicher Vorname. Hm. Also da gibt es auch viel Übereifer, finde ich. Und ich würde mir da wünschen, dass Nintendo da etwas entspannter werden sollte. So, kommen wir aber mal zur Verbindung von Technik und Spiel. Bis jetzt wird es ja nur bei Zombie U und Rayman und Nintendo Land. Nintendo Land würde ich gerne anfangen, weil das im richtigen Paket ja auch dabei liegt. Nintendo Land ist quasi eine Minispielsammlung, die zeigen soll, ist eigentlich eine Tech-Demo, oder? Wenn man ehrlich ist, ist es eine Ansammlung von Tech-Demo, hübsch eingepackt in Nintendo-thematische Settings. Mhm. Wie empfandet ihr Nintendo Land? Ist es Vollpreistitel wert? Wie sollen wir da anfangen? Andreas, fang mal an. Gut, ich wollte mich zurückhalten, weil ich habe gerade geredet, aber sehr gerne. Nintendo Land fand ich interessant, weil ich habe es auf vielen verschiedenen Events von Nintendo immer mal wieder das eine oder das andere Spiel gespielt. Aber die Spiele immer nur jeweils für sich. Sie haben ja nie gezeigt, diese Nintendo Land Plaza oder wie die heißt. Also
Und auch wie die sich anreichern. Der Hub, sozusagen. Das, ja. Der Hub, genau, genau. Also vielleicht das kurz zur Erläuterung, ohne dass das jetzt groß spoilert. bei dem Spiel, ja. Genau, die Leute fangen dann an zu weinen, wenn alles schon verraten wird. Also man hat da eben so, eine riesige Scheibe und so einen Turm und außen an der... Sagtest du Scheibe? Ja, Scheibe, okay, oder? Okay, sure. Ich wollte nur sicher gehen. Ne? Ach so. Ja, wenn wir schon bei Penisdetektoren waren, ja, dann... Schlimm, ja. Also man hat eine Disc, ja. Außen sind quasi die Portale eben zu den verschiedenen Minispielen. Interessanterweise sind die auch, glaube ich, alle schon ab Start sofort verfügbar. Also nicht so wie zum Beispiel bei Wii Play, dass sich einige der Spiele dann erst dir eröffnen als Spieler, wenn du die anderen vorher gespielt hast. Also du kannst von Anfang an gleich alle, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 12 so Minispiele spielen. Ja, so viel sind es ja nicht eben. Und, genau. Mhm. Ja, ja, ja. Aber bei Wii Play waren das auch nur 9, ne? Ja. Aber gut, das war ja jetzt dieser Titel, den es zu der Wiimote dazu gab. Und dann füllt sich halt ja eben, je mehr du die Spiele spielst, desto mehr kriegst du so kleine Fragezeichenboxen, in denen einfach so kleine Goodies drin sind und desto mehr füllt sich dann halt eben dieses Plaza. Und das finde ich interessant, weil wenn man nur auf einzelnen Events diese einzelnen Spiele gespielt hat, dachte man so, ja, ganz nett, aber okay, also halt eher so Tech-Demo. Das Geniale an Nintendo Land ist aber eben wirklich diese Plaza und wie die Plaza sozusagen das verbindet, wie du diese Coins, die du in den einzelnen Spielen sammelst, dann in diesem zentralen Turm in einem wirklich sehr süß gemachten, retro-lastigen Minispiel dann einsetzt. Durch dieses Minispiel bekommst du dann diese Fragezeichenboxen und durch diese Fragezeichenboxen füllt sich diese Plaza. Also das finde ich sehr schön, das motiviert mich auf jeden Fall sehr. Auch diese so eine kleine Funktion, dass so ein kleines Feature, dass wenn du dich entscheiden musst, welches Spiel spiele ich denn nun, du ab und zu mal die Möglichkeit hast, eben ein Spiel zu spielen, wo es dann doppelt so viel Coins gibt. Und ich bin dann schon so eine so eine Coin-Whore, dass ich sage, okay, also ich spiele jetzt das, weil da gibt es doppelt so viel. Und ich muss dringend irgendwie alle Fragezeichenboxen sammeln. Und das motiviert mich sehr. Und das war der Moment, wo ich von Nintendo Land erst wirklich überzeugt war und wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich Vollpreis und ist es wert. Vorher, die einzelnen Minispiele für sich sind ganz nett, aber es ist erst die Verbindung, finde ich, die das Spiel aufwertet. Interessant. Also für mich, mich schreckt es immer so ein bisschen ab. Ich habe eigentlich Bock auf die Minispielchen, weil die insgesamt, können wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen, eigentlich ganz cool geworden sind, aber dieses ganze Setting macht mich so dermaßen, turnt mich so dermaßen ab. Also dieser kleine Roboter, Nintendo hat es halt tatsächlich geschafft, einen noch nervigeren Charakter als die Fee bei Zelda damals zu schaffen. Ja? Listen, hey, listen! Dieses Roboterkind ist ja furchtbar, oder dieses Roboterwesen mit einer furchtbaren Stimme. Ich habe es auf Englisch und auf Deutsch umgeschaltet, um zu gucken, wo es erträglicher ist. Es ist bei beiden gleich schlimm. Ja, also so der Max Headroom im Nintendo-Look. Oh ja, ja, sehr schön. Ja, guter Vergleich, ja. Ich fand Max Headroom aber cool. Und, eben, ja, und das also kriegen sie gar nicht hin. Monitor heißt Monitor. Sie. Ist genial. Der Name ist genial. Der ist gut. Muss man sagen, ne? Mhm. Ja, absolut. Also Monitor Lewinsky. Wo wir schon dabei sind, ne? Da sind wir wieder bei den dicken Zigarren. Also ich finde die cool, ich finde die ganz nett, aber das ist natürlich eine Geschmackfrage, ja. Ja. Man wird halt auch so Nintendo-typisch arg viel zu Tutorial anhören, gezwungen. Also wenn man auch das Gefühl hat, man weiß doch jetzt eigentlich schon, wie alles geht und man kann sich's ja auch denken bei solchen Familienspielchen, was man da jetzt machen muss. Man muss sich dann halt immer mordsmäßig lange Tutorials anhören. Wie funktioniert jetzt diese Plaza und was macht jetzt dieser Zug hier und was sind das und was ist dies? War mir ein bisschen too much. Aber die Spielchen sind ganz cool. Die Spielchen sind aufgeteilt in Team Attractions, also 1 bis 5 Spieler zusammen gegen irgendwas. Competitive ist dann so gegeneinander. Das ist eigentlich das Highlight, finde ich, die 3 Spiele. Und dann gibt es noch Singleplayer, Solo-Attraktionen, die ja auch so ganz nett sind. Wirklich putzig ist, dass jedes kleine Minispiel so einerseits so Vergnügungspark-Charakter hat, also man kommt sich ein bisschen vor wie im Europa-Park, deswegen eben auch Nintendo Land. Und man hat dann halt zum Beispiel einen Rail-Shooter im Legend of Zelda-Look oder man hat so ein kleines Capture-the-Flag-Modus mit Metroid-Charakteren, die aber alle auch so ein bisschen so spielzeugmäßig und putzig aufgemacht sind. Pikmin kommt vor und eben Mario und Luigi auch.
Und das ist das eigentliche Highlight, finde ich. Luigi's Mansion zum Beispiel oder Mario Chase zeigt halt, was die Konsole kann, was sonst keine Konsole momentan kann. Micha, magst du ergänzen? Also ich habe ein generelles Problem mit Nintendo Land, muss ich direkt sagen, denn ich finde, also das mit dem Stil, ist, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist bei mir wesentlich extremer ausgeprägt, weil ich mag weder Freizeitparks. Um Gottes Willen, was machst du in diesem Podcast? Raus! Also ich habe schon echt Schwierigkeiten mit Disneyland und so. Ne? Und es gab ja mal Disneyland Connect und oh, furchtbar. Und dann, das ist das eine, das finde ich halt ganz schlimm bei Nintendo Land, deswegen, das tört mich irre ab. Und dann finde ich, also ich habe jetzt ja so allgemein nichts gegen diesen Nintendo-Stil so, aber ich finde, bei Nintendo Land ist es so dermaßen overused und so übertrieben krass mit lustigen Comic-Geräuschen und irgendwelchen super lustige Melodien, die dann noch so einen Techno-Einschlag kriegen, der so gar nicht zusammenpasst. Und am schlimmsten finde ich aber an Nintendo Land, wie sie eigentlich ziemlich coole Nintendo-Klassiker wie Metroid oder Zelda so total verunglimpfen. Also bei Metroid habe ich mich richtig erschrocken. Metroid ist, also ich mag Metroid sehr gern. Ich mochte halt auch die Interpretation von Team Ninja und so, weil ich diesen Stil, der so sich eher an Jugendliche richtet, den finde ich sehr angenehm und cool. Und dann habe ich das aufgemacht so und dann sitzt du da mit deinem scheiß Mii irgendwie in so einem Raumschiff und mit so einem Samus-Helm, genau. Boah, es ist so schrecklich. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, also Zelda, da, das machen sie nicht kaputt. Zelda ist einfach unsterblich. Die heilige Kuh. Ja. Die heilige Kuh, so machst du Zelda an so und dann haben sie da versucht, so einen Little Big Planet-Stil reinzumachen, so mit Stoffwesen und irgendwas alles, ohne also anscheinend haben die Designer nicht verstanden, was in Little Big Planet so reizvoll ist. Ich finde Little Big Planet super. Ich mag diesen Trödelmark-Stil, nenne ich es mal so, wo ja wirklich alles so aus Stoffresten und so zusammengesetzt ist. Hier bei Nintendo Land sieht das einfach so wie gewollt und nicht gekonnt aus, so weil du erstmal zweimal hingucken musst, bis du merkst, es sind Stoffwesen und das ist auch eine fürchterliche Farbkombination. Die ganze Farbmischung ist einfach nur grell und überhaupt nicht. Also es hat. Ich fasse es mal kurz zusammen. Also Nintendo Land drückt bei mir wirklich alle Knöpfe, die laut Hass rufen. Aber nur stilistisch dann, oder? Jein, auch teilweise auch die Spiele. Lass uns doch mal ganz konkret über Luigi's Ghost Mansion und Mario Chase, ja? Konzept ist doch genial. Einer hat das Gamepad, der ist entweder der Gejagte oder der Jäger. Also die Spiele spiegeln sich da sozusagen. Und andere vier Spieler, das heißt, es ist die erste Konsole, ne, nicht die erste, oder? An der man zu fünft gleichzeitig spielen kann. Ging bestimmt auch schon vorher, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall vier Wiimotes und einer hat das Gamepad. Und der mit dem Gamepad hat eben Sonderfunktionen. Alle anderen schauen auf den großen Bildschirm und der mit dem Gamepad ist zum Beispiel Mario und der wird gejagt. Und der rennt durch den Level und hat so eine Übersichtskarte, also zusätzliche Informationen. Und muss gejagt werden und muss innerhalb von 3 Minuten gefangen werden. Und die anderen Spieler müssen sich in der Gruppe lautstark koordinieren, um Mario in der Zeit zu fangen. Mhm. Und bei Luigi's Ghost Mansion ist es sogar noch cooler, finde ich, weil da der mit dem Gamepad ist der Geist. Der kann nicht gesehen werden von den anderen und er hat so eine Infrarotsicht auf dem Gamepad und muss sich versuchen, an die Luigis ranzuschleichen mit der Taschenlampe. Und das in der Gruppe von 5 Leuten ist abendfüllend, diese 2 Spielchen alleine. Nee. Famos, finde ich großartig. Nee, also da bin ich ganz anderer Meinung. Ich habe es auch mit, nicht zu 5, zu 4 oder so gespielt, zu 3 oder zu 4. Ich finde, also auf dem Papier gebe ich dir recht, das ist eine wahnsinnig coole Idee. Und ich finde das auch gut, dass diese Spiele mal, dass man mal sieht, diese Tech-Demo sozusagen, die erweiterte, weil man merkt, was theoretisch möglich ist. Aber die Spiele machen einfach keinen Spaß. Also unserer Meinung nach, wir haben das ausprobiert und dieses Luigi's Mansion-Ding zum Beispiel, da sind die Karten viel zu klein. Du kannst dich hast überhaupt keine Chance, irgendwie als Geist dich umherzubewegen oder so. Und es gibt, das müsste irgendwie doppelt so groß sein von den Labyrinthen. Dann wird es Spaß machen, weil du dann auch Chancen hast, dich zu verstecken oder so. Weil wenn 4 Leute da mit ihren Taschenlampen durch die Gegend laufen und du als Geist, dann hast du ja irgendwie so einen Bewegungsradius von vielleicht 25% dieser Karte. So. Witzig, bei uns hat der Geist immer gewonnen. Bei uns war der Geist völlig überpowered. Und dieses Fangspiel, also da habe ich wirklich tierisch gekotzt. Weil, also da ist dieser Knuddelmulle-Stil
super übertrieben. Also diese Jagdmusik, nenne ich es mal, dieses Fangspiel losgeht. Ey, also da habe ich sofort schwarze Flecken auf meinen Zähnen gekriegt. Das muss Karius gewesen sein. Und so, ich fade jetzt mal den Micha runter. Also die Theorie ist ja cool, so, aber man kann halt auch nicht viel machen, außer laufen und so einen Hechtsprung machen. Und wenn man aber wenigstens so ein paar Power-Ups oder Items hätte, die das Spiel gewürzt hätten, dann würde es wahrscheinlich Spaß machen. Aber ja, gut, die gibt es ja bei Metroid Blastern. Andreas, ging es dir denn auch so? Hast du auch Karius bekommen oder klang jetzt nicht so vorhin bei dir? Nee, überhaupt nicht. Also es ist natürlich eine persönliche Frage, ob man diesen Stil mag. Und ich gebe Michael absolut recht, wenn es um Bedenken geht, dass man hier erwachsenere Lizenzen visuell opfert. Das macht allerdings Sony natürlich auch. Also du kannst ja auch irgendwie Kratos spielen oder irgendwie als Killzone Hellgast oder wie die Jungs heißen, in Little Big Planet rumlaufen. Also irgendwie machen das auch. Ich finde es aber auch bedenklich. Also was ich schon bedenklich fand, nur um ganz weit auszuholen, bei Metroid Prime 3 fand ich diese Mii Bobbleheads in dem in Samus Raumgleiter da, fand ich schon scheiße. Also Mies überhaupt in Metroid Prime 3 zu sehen, wenn auch nur so ganz entfernt am Rand und nur so klein versteckt, das gehörte da einfach nicht hin. Also die Bedenken, die teile ich sehr. Aber der Stil insgesamt, den finde ich sehr schön. Und ich sehe das nicht so, dass Nintendo Little Big Planet nachmacht. Little Big Planet hat so ein bisschen Nintendo nachgemacht. Denn also meines Wissens, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, diesen Stil, wo eben, ich weiß nicht, Figuren in Wolle oder aus Stoff oder so dargestellt waren, das war ein Minispiel in Wii Play. Und zwar dieses wilde Kuh-Spiel, was relativ weit hinten kam, noch hinter dem Laserhockey. Da sitzt man auf so einer Kuh und man reitet eben durch so eine Welt und man muss über Zäune springen und man muss irgendwie... Stimmt, das war cool. Ne? Kennt ihr das noch? Achte mal darauf, das war komplett auch schon aus Wolle. Diese Kühe waren auch so aus Wolle und das war total cool. Das hat mich auch damals total geflasht als so ein winziges Detail. Und die haben das damals angefangen, fand ich. Und dann natürlich mit Kirby Epic Yarn. Dann natürlich nach Little Big Planet, nachdem die das perfektioniert hatten, dann Media Molecule, haben sie es ja auch großartig in einem Spiel, in einem kompletten Spiel umgesetzt. Also das stört mich nicht, ich finde, das machen sie gut, aber klar, es ist natürlich immer eine Frage, opfert man diese Lizenzen dafür. Aber das ist halt natürlich auch das Alleinstellungsmerkmal, das ist das, was Nintendo hat. Sie haben First-Party-Lizenzen, das hat haben Sony und Microsoft viel weniger, nicht in dem Umfang und nicht von so einem Status, ne, wie Mario oder Zelda. Und ja, ich denke mal deswegen, die brauchen halt alles um alle Verkaufsargumente und deswegen schmeißen sie es halt drauf. Ne? Für mich fragt sich dann eher noch, warum haben sie so wenig Spielchen, die dieses Wii U-Konzept richtig ausnutzen? Also es sind wirklich nur die drei, da gibt es eben noch Animal Crossing, was auch noch so kompetitiv funktioniert, dass einer mit dem Gamepad eine Sonderfunktion hat. Aber ansonsten ist mir das zu wenig, ehrlich gesagt, als Tech-Demo. Also unabhängig jetzt vom Stil und vom Konzept, ja. Man könnte sicherlich aus Mario, Chase und Luigi noch mehr machen, ganz klar. Aber es zeigt ja zumindest mal was noch keine Konsole vorher gemacht hat. Und das fand ich faszinierend. Aber dann insgesamt als Paket ist es mir dann zu wenig. Also die Solo-Spielchen, die braucht kein Mensch, ehrlich gesagt. Kann man ein bisschen Spaß mit haben. Das würde ich nicht sagen. Nee, also Donkey Kong Crash Course ist genial, ja. Erzähl mal. Lass uns mal kurz drüber reden. Also die Idee ist richtig cool. Was macht man da? Erzählt mal. Andreas. Bitte. Ja, also, okay. Du zuerst. Also Donkey Kong Crash Course ist so ein... Also stellt euch vor, man hat irgendwie so einen dreirädrigen Wagen, der wirklich eigentlich nur aus diesen Rädern besteht, in einem Dreieck angeordnet. Und man hat eine riesige Karte aus, ich sag mal, irgendwie so Schienen. Und man kann jetzt durch Tilten, also Neigen des Gamepads, steuert man diesen Wagen durch diese riesige Karte. Auf dem TV-Monitor bzw. auf dem Gamepad hat man jeweils eine große Übersichtskarte bzw. auf dem Gamepad dann eben einen kleineren Detailausschnitt, der sich mitbewegt, kann also entscheiden, wo man drauf guckt. Meistens guckt man allerdings aufs Gamepad, glaube ich. Und steuert dann eben so rechts, links eben durch dieses Labyrinth aus, also von oben nach unten verläuft, das sollte ich noch sagen, durch so eine Art Labyrinth eben auf Schienen und muss dabei gehörig aufpassen, dass man nicht zu tief fällt oder nicht irgendwie von irgendeinem beweglichen Teil zermatscht wird, weil dann macht es halt Puff und dann ist dein Gefährt weg. Und was ist jetzt so genial daran?
Ja, das ist jetzt schwer. Es ist erstmal rattenschwer. Und es ist sehr genial durchdacht. Also es hat unglaublich viele sehr coole, detaillierte Elemente. Also zum Beispiel hat es so Aufzüge, wo man in das Gamepad, in das Mikro reinpusten muss, damit die Aufzüge nach oben fahren. Es hat so komische Schranken, wo man mit den Schultertasten links und rechts eben diese Schranken hoch oder runter schalten muss, je nachdem, wo man hin will. Da muss man ungeheuer aufpassen, dass man da eben nicht irgendwie zerschellt und irgendwie zu weit nach unten fällt oder so. Also das ist schon ganz cool. Ich finde es vom Gameplay her super. Also ich würde nicht sagen, diese Singleplayer-Dinger, die Ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Die braucht kein Mensch. Nee, war jetzt übertrieben. Ich meine, Yoshi ist auch ganz lustig mit dem Stylus, dass man Sachen sieht auf dem Bildschirm und am Stylus, aber technisch, weißt du? Also von der Idee her. Ja, okay. Dass man mit dem Stift Sachen malen muss und man muss aber immer wieder den Blick auch wechseln. Es sind schon coole Ideen dabei, aber es ist mir als Singleplayer dann doch zu wenig. Also ich hätte halt gern mehr von diesen kompetitiven Sachen zu viert oder zu fünft gehabt. Hätte man aus den Ideen ja auch irgendwie noch stricken können. Aber also gut. Die drei Spiele, die ich wirklich gut fand, an dieser Stelle, fand ich, war erstens dieses Pikmin-Spiel. Das war für mich irgendwie, weil es halt ein Klassiker ist, halt irgendwie so eigentlich ein klassischer Brawler. Nur dass einer ein Pikmin spielt und der andere den, wie heißt der? Oswald, ne? Diesen Typen mit den dem Kapitän, Astronauten. Ja. Den Kapitän auf jeden Fall. Das fand ich total cool. Olimar. Fand ich super cool, weil es macht jetzt nicht so viel neu, aber irgendwie hat das einfach diesen Pikmin-Charme gehabt und als ich das gespielt habe, dachte ich, boah, Pikmin 3 muss kommen. Mhm. Also das fand ich cool, das hat Spaß gemacht. Und was mir auch Spaß gemacht hat allein, war dieses Ninja-Spiel. Da muss man, hat man ja, glaube ich, auch schon auf der E3 und so gesehen, so ein Shuriken durch die Gegend schleudern. Und das machst du, indem du das Gamepad senkrecht zum Bildschirm hin neigst und quasi so eine Wurfbewegung machst. Und je nachdem, wie intensiv die ist, wie schnell du schnippst und so, desto besser und gerader fliegt dieser Shuriken so auf der Ninja-Stern auf den Gegner zu. Und das ist halt alles so einen ganz charmanten Pappstil. Und da fand ich zum ersten Mal auch Monita witzig, weil die dann plötzlich so eine Geisha-Kleidung hat und entführt wird. Und irgendwie, das war das einzige Mal, wo ich diese Menü-Figur irgendwie lustig fand. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war das Ballonspiel. Balloon Flight oder so? Ja, von Balloon Fight, von dem Nintendo Balloon Fight von früher. Genau, das war sehr schön, fand ich, weil das war wirklich auch ganz gut auf dieses Singleplayer-Erlebnis konzipiert, weil du das halt auch nur allein spielen kannst und es hatte wirklich so einen Reisecharakter. Mir hat da sehr, 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 sehr die Musik gefallen. Na gut. Aber ich gebe dir recht, Manu, dass es als Package, als Tech-Demo doch letztendlich zu wenig ist. Was mir nämlich total fehlt, ist ein Spiel, was endlich mal dieses Feature ausnutzt, was in dem Nintendo Land Plaza benutzt wird. Nämlich, du veränderst deine Sicht ja dadurch, dass du das Pad hochhältst oder in den Schoß legst. Wenn du es in den Schoß legen würdest, also wenn du es gerade nach unten legst, dann guckst du wirklich direkt auf den Boden, auch auf dem Fernseher. Mhm. Und wenn du es quasi über dich halten würdest, dann würdest du auch auf dem Fernseher eben in den Himmel gucken. Also das heißt, du kannst die Sicht nur dadurch beeinflussen, dass du das Pad wirklich vor dich hinhältst, erst dann guckst du geradeaus und dann entsprechend nach links oder rechts, je nachdem, wie du es neigst. Das ist natürlich eine richtig coole Sache. Das hat Nintendo auch in vielen Tech-Demos, in vielen Videos zu der Wii U im letzten Jahr immer mal wieder gezeigt und dazu gibt es überhaupt nichts. Da gibt es kein Spiel. Vielleicht hatten sie so ein bisschen Angst irgendwie, wenn ich jetzt mit meinem Gamepad großartig durch die Gegend wedele, dann haue ich irgendwie die Person links neben mir, haue ich meinem Sohn eine runter, wenn er neben mir sitzt. Aber ich meine, das sind ja Bedenken, die hatten sie auch mit der, mit der Wiimote. Und das haben sie auch irgendwie vernünftig gelöst durch 1000 Gesundheitswarnungen und bitte nicht. Und also das fehlt mir total. Da fehlt mir irgendwie ein Spiel, was das ausnutzt, dass quasi irgendwas auf dem Fernseher passiert und vielleicht eine Kanonenkugel. Da gab es irgendwas mit Piraten, glaube ich. Irgendein Piratenschiff, was so geballert hat. Und dann musste man eben mit dem Gamepad nach links gucken, also im 90-Grad-Winkel zur Achse zum Fernseher versetzt. Da musste man hinschauen und da hat man etwas entdeckt. So wie man beim die Monitor, diesen Hasscharakter hier von dir, Michael, wie man die ja am Anfang bei so einem Justieren auch erstmal finden muss, ne? Mhm. Die sagt dann, ja, such mich mal und dann muss man sich nach links drehen, nach rechts drehen und dann ist sie irgendwann mal oben im Himmel. Und da gibt es meines Wissens kein einziges Spiel, was diese Funktion einsetzt. Und da gäbe es doch 1000 witzige Spieleideen, oder? Ja.
Ja, vielleicht ist es auch einfach nicht mehr zeitlich drin gewesen, wer weiß. Also für mich fühlt es sich ein bisschen so an, so, ja, wie gesagt, wir haben jetzt aus den Tech-Demos noch irgendwie Nintendo-Themen drüber gestülpt und liebe Third-Party-Entwickler, jetzt schaut mal, was ihr daraus macht. Michael, Rayman, irgendwas Rabbids geht ja in eine ganz ähnliche Richtung, oder? Das ist Was im haben. Prinzip ist es Mario Party, nur auf Von die Rabbids gemünzt. Ubisoft natürlich, genau. Genau, von Ubisoft gemünzt. Auch da, das ist natürlich wieder eine starke Geschmacksfrage, ne? Ich kenne viele Personen, die die Rabbids zum Kotzen finden, weil sie rumschreien und so einen diesen anarchistischen Humor haben. Den finde ich wiederum super. Großartig, ja. Also ich finde, also ich war früher ein großer Fan von Tiny Toons und so. Fand ich auch immer cooler als die Disney-Serien, Ja. von Darkwing Duck mal abgesehen und Chip 'n Dale natürlich, aber so Mickey Mouse und so zum Kotzen. Und Tiny Toons war einfach, hat einfach viel mehr wieder gespiegelt, was in mir als Kind los war. Ich wollte schreien. Nein, also ich fand es auf jeden Fall cooler und und das hat halt diesen Toon-Humor, ne? Alles dehnt und streckt sich und sie kriegen ständig Armbrüste auf den Schädel und solche Klamotten. Das ist schon. Also zum Beispiel kannst du würfeln wie bei Mario Party und die Würfel fallen nicht einfach auf den Boden, sie fallen direkt auf die Gesichter der Rabbits drauf. So ein Humor ist das und das finde ich cool. Also es macht Spaß. Aber man kann es alleine spielen, das ist relativ sinnfrei, weil die KI dann halt, es dauert ziemlich lange, bis die Züge ausgeführt worden sind. Aber natürlich macht so ein Spiel wie Mario Party dann Spaß, wenn du es zu vier, zu fünft spielst. Und ich glaube, zu viert. Mehr geht, glaube ich, gar nicht. Und das ist ganz cool, weil sie haben im Prinzip die Minispieler, die man aus den vorherigen Rabbids-Spielen kennt, so quasi als Zwischenspiel zwischen diesen Herausforderungen, also da so eingebaut. Und einige Sachen sind neu, weil sie das Wii U Gamepad nutzen. So die Sachen, die man so erwartet, wie zum Beispiel, du musst mit Kugel steuern, indem du das Pad halt so waagerecht bewegst und solche Klamotten. Und dann gibt es halt ein paar andere Spiele, die sind dann schon aus den vorherigen Teilen irgendwie bekannt, nur halt eben übersetzt auf die Wii U. Aber ich finde es insgesamt ziemlich cool. Also ich verstehe die schlechten Kritiken nicht, weil es ist eigentlich sehr nett und reizvoll gemacht. Also wenn man die Rabbids mag, dann sollte man da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, Und wie meiner ist es Meinung da, nach. das technische Manko von der Wii U, oder vielleicht stellt sich es noch raus als technisches Manko, ist ja, dass man nur ein Wii U Gamepad anschließen kann. Ach, das ist gut gelöst. Das ist, also die Spielregeln werden dir vorher halt immer auch kurz erklärt und es ist aber auch so aufgeteilt, dass es Sinn macht, dass einer auf dem Bildschirm spielt und einer auf dem Gamepad. Also zum Beispiel, also was ich da gerade hatte mit den Kugeln, es gibt dann, also Ziel ist es, die Kugel, die du hast, also einer hat auf dem Wii U Gamepad eine große Kugel, die er steuern muss und andere Personen haben vier andere Kugeln, die die große zerstören müssen. Nee, umgekehrt. Entschuldige, also die vier kleinen Kugeln müssen von der großen zerstört werden. Und so rollen die beiden unabhängig voneinander irgendwie rum. Und derjenige, der das Gamepad in der Hand hat, natürlich sozusagen Steuerungsvorteil und muss aber vor den anderen Kugeln flüchten. Versteht ihr? Ja. Also das wird halt immer, also derjenige, der das Gamepad hat, das muss meistens derjenige, der in der Flucht ist oder der irgendwie normalerweise im Spiel im Nachteil ist. Und das wird dann eigentlich immer so gesetzt, dass es immer fair ist. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also insgesamt kann man, glaube ich, so zum Launch festhalten, oder für mich habe ich festgehalten, ja, die Nintendo Land und auch Zombie U, da brauchen wir jetzt heute, glaube ich, nicht ausführlich drüber reden, da haben wir einen eigenen Podcast zu. Zombie Zombie U zeigt auch sehr schön, finde ich. Also unabhängig von den Kritiken am Spiel, die ich habe mit dem Spiel selber, zeigt es einfach sehr cool, was man mit diesem Gamepad und mit Verbindung mit dem Fernseher machen kann. U. Und da wird noch, glaube ich, noch viel Tolles auch kommen. Also ich bin auch zwar jetzt so ein bisschen enttäuscht über das Launch-Line-Up, was aber A daran liegt, dass ich halt die ganzen großen Titel schon gespielt habe, die halt auf den anderen Konsolen schon existiert haben. Aber die Tech-Demos, die ich jetzt quasi gesehen habe, die lassen mich sehr positiv, glaube ich, nach vorne gucken, dass da tolle exklusive Titel noch rauskommen werden. Und auch bestehende Spiele, wie zum Beispiel, was weiß ich, sowas wie Assassin's Creed, werde ich mir in Zukunft schon auch überlegen, ob ich es nicht direkt auf der Wii U spiele, weil so diesen zusätzlichen Screen, den man dann hat, allein fürs Inventar oder für irgendwelche Mini-Spielchen, Rätsel und so weiter, ich glaube, dass da auch große Titel von profitieren können, die auf anderen schon existieren. Also was mich gerade jetzt noch in Bezug auf unseren ersten Podcast zur Wii U, was mich überraschenderweise, also wo ich meine Meinung geändert habe, ist Folgendes. Ich habe ja befürchtet, dass gerade bei so Spielen wie Assassin's Creed oder Mass Effect, eben bei den Ports, dass man da einfach nur irgendwas auf dieses Tablet draufklatscht, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, wie man dieses Tablet wirklich sinnvoll einsetzen könnte für Gameplay-Mechanik. Und nehmen wir mal Mass Effect 3. Das ist jetzt
jetzt nicht großartig durchdacht. Ne? Du hast ja schon gesagt, da wählt man seine Waffen aus. Meistens hat man einfach so eine Karte. Also es ist wirklich dieser klassische Fall, wir portieren das Spiel, ziemlich gut übrigens, sieht wunderschön aus. Aber wir klatschen einfach so das Naheliegende auf dieses Gamepad. Das ist aber trotzdem nie gimmicky, weil nehmen wir mal den Fall, wir klatschen einfach eine Karte drauf. Ja, sinnvoll, dann hast du die Karte eben in der Hand und musst nicht irgendwie einen Knopf drücken, um die Karte einzublenden oder die groß zu machen oder sowas, sondern du hast die Karte immer dabei und kannst schnell runtergucken aufs Gamepad und dann wieder zurück. Also selbst wenn sich ein Entwickler wenig Mühe gibt, hat man einen Vorteil als Spieler, ja, das sehe ich auch so. Genau. Genau, eben, also diese Befürchtung, man klatscht einfach was aufs Gamepad, sinnlos ist das nie eigentlich. Also es ist fast immer sinnvoll, diesen Second Screen zu haben und das hat mich bei vielen Spielen überzeugt. Also gerade eben bei den Ports Mass Effect 3 klappt das wunderbar, bei FIFA ganz toll, obwohl da muss man auch fair sein, da haben sie sich sehr viel Gedanken gemacht, wie man das Gamepad einsetzt. Da muss ich meine Kritik ein bisschen zurückziehen. Und es liegt auch gut in der Hand, finde ich, das Gamepad. Also es sieht ja erst so ein bisschen aus, aber den Xbox-Controller mag, ja, denkt man sich so, boah, so ein riesen Screen da jetzt noch mitzuschleppen. Aber ich finde, man kann auch über längere Zeit ganz gemütlich damit spielen, wenn der Akku hält. Das ist der einzige Nachteil. So eine 3-4-Stunden-Session, da macht das Gamepad nicht unbedingt mit. Aber ansonsten liegt es doch ganz gut in der Hand, oder Micha? Ich finde es auch angenehm vom Gewicht irgendwie. Das hat mich auch sehr überrascht. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es durch den Akku schon so ein bisschen anstrengend und schwer wird, das zu halten. Aber es ist leichter als die allermeisten Handhelds, witzigerweise. Und ich finde auch nach mehreren Stunden Spielen, wie gesagt, man hat ja nur leider 4-5 Stunden was davon, dann muss man schon wieder aufladen. Also in Anführungsstrichen nur, für uns ist das ja schon viel mittlerweile, aber so die ganzen extremen Hardcore-Zocker, die vielleicht länger spielen, die werden dann etwas unglücklich damit. Aber das Gewicht ist sehr angenehm und man kann es vor allen Dingen auch in einer Hand halten, was bei vielen Minispielen auch gefordert wird, ohne dass die Hand so schnell, also zumindest bei mir, nicht so schnell ermüdet. Cool ist halt auch, es gibt oben auf der Oberseite, auf der Rückseite hinten am oberen Rand gibt es halt so eine Art Auskerbung. Und da kannst du das auch ganz gut zwischen den Fingern so festhalten. Das gibt dann nochmal zusätzlichen Halt. Also es ist nicht nur dazu da, dass es auf dem Tisch so ein bisschen geneigt ist, sondern du kannst es auch total gut in der Hand halten, ohne dass du das Gefühl hast, es rutscht dir gleich aus der Hand irgendwie. Und da bin ich sehr überrascht. Das ist ziemlich cool. Das ist gut gelungen. Eben, und für ganz längere Sessions gibt es ja dann auch eben das Xbox Gamepad offiziell von Nintendo jetzt. Das Professional Gamepad, was ja 1:1 wie das Xbox Gamepad aussieht und geformt ist. Ja. Also so kontrollermäßig habe ich allerdings eine Kritik, was ich total beschissen finde, ist, dass dieser Trigger nicht dieser Analog-Trigger ist, sondern dass das nur so ein Digital-Ding ist, dass man, also entweder ist gedrückt oder nicht, und es gibt nicht diese, wie zum Beispiel bei der Xbox sehr gut, diese Zwischenstufen. Und das macht sich bei Rennspielen zum Beispiel bemerkbar. Du könntest so ein Spiel wie Forza da jetzt gar nicht drauf spielen, weil du Gas gibst oder du gibst halt gar kein Gas. Gut, Forza wird wahrscheinlich eh nie für Nintendo kommen, aber. Nein, aber so als Beispiel. Also sowas würde dann halt nicht gehen. Bei Forza kannst du ja total gut, das sage ich jetzt als Beispiel, weil das da hervorragend funktioniert, auch einfach halb durchdrücken und du gibst aber auch nur zur Hälfte Gas. Und das geht mit diesen Analog-Dingern halt leider gar nicht. Und ich verstehe ich nicht. Also es ist auch bei dem Pro-Controller so, den habe ich mir auch gekauft, der übrigens ganz gut ist, bis darauf, dass man sich dran gewöhnen muss, dass die Tasten total verwirrend an anderer Stelle sind. Ich muss immer gucken, wo ist jetzt B, wo ist A. Das ist typisch Nintendo wieder. Ja, man muss halt immer ein bisschen schauen, was man da jetzt drückt, bis man sich dran gewöhnt, so ging mir jedenfalls so. Aber ansonsten auch dasselbe Ding, sehr leicht, super griffig irgendwie, fühlt sich sehr wertig an und so, aber nur diese Analog-Tasten sind halt nicht da. Und ich hoffe, dass Nintendo das einsieht, da ein bisschen Feedback kriegt und vielleicht die Dinger dann nochmal nachrüstet irgendwie, weil ich glaube, das könnte für ein paar Spiele ein bisschen problematisch werden. Analog Circle Pad Pro Adapter. Genau. Ja. Ja. Genau, ein paar interessante Download-Titel gibt es auch noch. Auch das wundert mich jetzt ein bisschen oder überrascht mich positiv. Sagen wir es mal, formulieren wir es mal so rum. Die meisten Spiele kann man sich jetzt auch direkt runterladen auf die Wii U direkt. Der Shop ist eigentlich ganz gut geworden. Gibt es auch ein paar schöne Titel, eben Trine 2, brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß erwähnen, funktioniert natürlich auch super gut mit dem zweiten Screen. Chasing Aurora, so ein kleines Indie-Spiel, Little Inferno. Und man kann sich eben auch die großen Titel runterladen, wie zum Beispiel Sonic Racing oder sowas. Muss man jetzt nicht unbedingt als Retail-Version kaufen, kann man sich direkt auch im Online-Shop holen. Super Mario Bros. U, finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, dass Nintendo jetzt diesen Online-Sprung auch so bravourös geschafft hat, ehrlich gesagt.
Ja, und sie unterstützen das ja auch ganz, also ganz deutlich, dass man eben Spiele doch lieber als Download-Titel runterladen soll. Wie war das nochmal, wenn man die Premium-Version hat, dann bekommt man da irgendwie einen 10%, noch für eine gewisse Zeit, 10% der Download-Titel, die man sich jetzt kauft, bekommt man als Nintendo Points gutgeschrieben oder sowas. Irgend so ein Deal, ja. Da gibt es irgendwie so eine Aktion. Also daran merkt man schon, dass sie das ganz, ganz ernst meinen und diesen digitalen Vertrieb jetzt sehr, sehr pushen wollen, ne? Ja, hängt ja auch mehr Geld drin. Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt für ein 3DS hat Nintendo mir angeboten, ein Rezensionsexemplar für Paper Mario, Sticker Star. Und da schicken die mir einen Downloadcode, ne? Da gibt es jetzt keine, da gibt es keine physischen Spiele mehr. Das macht es auch günstiger. Ja, unbedingt. Genau, es sind ja noch ein paar Sachen angekündigt, auf die wir uns sehr freuen. Also einer ganz vorneweg natürlich Rayman Legends, der zweite Teil der Rayman Origins Serie, der ja leider, hatten wir ja schon angekündigt, eigentlich schon da sein sollte. Die Demo allein ist schon so gut, dass man eigentlich schon schreien will, dass die Demo das Spiel des Jahres gewesen ist letztes Jahr. Schweinegeiles Teil. Abartig gut. Also allein dafür lohnt sich schon, die Wii U zu kaufen, für diese Demo. Das stimmt allerdings. Es ist wirklich also ein Traum von einem Spiel. Also es ist, ich finde auch, also wirklich, Mario langweilt mich tierisch. Wenn es jetzt kein 3D, ich finde 3D Mario ist gut, die 2D-Dinger kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Deswegen hat mich dieses neue Mario Bros. Nie so richtig gereizt irgendwie. Ist aber gut. Ist bestimmt gut, aber ich habe das Alte hat mir schon gereicht, das für die Wii rauskam. So Ja, und es ey, ist halt auch Rayman. das ist halt auch das identische Spiel. Also das kann man mit einem Satz, es ist genau das, was man erwartet von dem 2D Mario, fertig. Aber es zeigt halt nicht, was die Wii U kann, außer dass es HD ist. Ja. Genau, und das öde mich tierisch an. Und Rayman hat einfach so viel Leben und so viel Energie und echt schon, wie die Figuren animiert sind und Ja, ist großartig. großartig. Also wer diesen Vorgänger mochte, den, wie hieß der nochmal? Origins, ne? Und das ist nochmal das Origins mal 2. Das habe ich nicht gedacht, dass man es besser machen kann, aber es ist irgendwie. Und es kommt halt noch Wii U Specials dazu. Also es gibt jetzt noch einen fünften Charakter, der das Gamepad hat und der fliegt quasi rum und steuert dann zum Beispiel Hebebühnen, hält Türen auf, aktiviert irgendwelche Schalter. Also auch die Wii U wird dort eifrig genutzt. Rhythm Games ist noch mit drin. So im Takt klopfen, Oh damit die ja, das Plattformen ist. kommen. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ey, dieser Rhythm Game, dieses Level, was man da anspielt, ne, das ist, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe erstmal so gelacht, dass ich das Level nicht geschafft habe. Und das ist so gut, weil das war, es ist auch so, es ist halt auch wieder so ein Spiel, das einfach mal lustig ist. Es ist so, Humor in Spielen ist ja immer so was Schwieriges und man denkt immer, dass es das nur in Adventures gibt und so, aber das ist mal ein Spiel, das ist auch einfach beherzt lustig. Das Ja. ist, finde ich, großartig. Ich freue mich tierisch drauf. Das kommt ja zum Glück Sie schon sehr, sehr bald, ja, Andreas? Ja, sie haben auch, ich wollte sagen, sie haben auch überhaupt keine Kosten irgendwo gescheut, ja, dann bis hin zu Musiklizenzierung, ja, also bei diesem einen, bei dieser einen Musiklevel, die drin ist, was ist denn das, irgendein Heavy-Metal-Klassiker, den spielen sie da, Ja, irgendwie Rock, kommen sie nicht Rocknummer. drauf. Aber eben, da sind auch irgendwie bekannte Rocktitel drin, die sie halt eben nachspielen und so. Und ja, es ist einfach wunderschön. Da ist an nichts gespart. Ganz, ganz toll, ja. Das wird toll. Und auf was ich mich auch sehr freue, ist natürlich, wir hatten es schon kurz angekündigt, Pikmin 3. Ich glaube, dass das perfekte Spiel sein wird für die Wii U. So was Pikmin ausmacht, wird da hoffentlich gut eingefangen. Und mein kleiner Geheimtipp wird ja Game and Wario. Also ein neues WarioWare für die Wii U. Da bin ich schon sehr heiß drauf. Ja, ich würde, wenn ich einen Wunsch hätte, hallo Nintendo, hoffentlich hört ihr zu, dann bringt doch ein neues Fatal Frame für die Wii U. Ich glaube, das wäre der Oberhammer. Stimmt, mit der Also, Kamera, gell? das wäre richtig geil. Also wirklich das Wii U Gamepad als Kamerasucher nutzen, wirklich, das wäre ein kleiner Traum. Also, ne? Reggie und so, ihr wisst Ja, genau, die hören uns ja auch immer fleißig zu. Genau. Ja, Oder das wäre Harald das. an der Stelle. Genau, Kümmer dich mal Harald, drum. ne? Genau, kannst mal hier eine Nachricht auch vom Büro aus schicken. Ist ja wirklich eine. Also bestimmt gibt es Prototypen oder so. Ich meine, auf die Ideen kommen die, aber ich weiß Ja. jetzt nicht, wie erfolgreich die Serie, die gehört ja mittlerweile in Nintendo. Und sie hat ja schon eher so ein Schattendasein, wie das ganze Survival-Horror-Genre.
Und aber das wäre so gut. Das wäre ein kleiner Plan. Nach dem Revival letztes Jahr kann ich mir das gut vorstellen. Und natürlich der größte Exklusivdeal, wir hatten es letztes Mal schon angesprochen im Podcast, Bayonetta 2 wird Bayonetta. Wii U exklusiv. Wobei ich mich da noch frage, was die Wii U da reinbringen kann, was die anderen Konsolen nicht können. Aber gut. Draufgeschissen, ist doch egal. Bayonetta 2. So, ich habe gedacht, da kommt nie eine Fortsetzung und ich war so traurig. Und dann wirklich das Nintendo sagt, ja, ihr Hardcore-Gamer, nehmt das. Ja. Ja. Geil, also das war so klar. Also eigentlich habe ich mir wegen Rayman und diesem Spiel eigentlich nur eine Wii U geholt, weil Bayonetta 2, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Bayonetta. Ja, und ich finde Platinum Games auch grandios. Ich freue mich eigentlich auf jeden Titel, der jetzt demnächst kommt von denen. Und Bayonetta 2, oh Gott, ist das geil. Das ist einfach auch ein tolles Signal, was Nintendo aussendet. Ne? Ja. Haben wir uns ja drüber unterhalten beim ersten Podcast. Ohne Nintendo hätte es das Game nicht gegeben. Die haben wirklich gesagt, ihr habt dann Sack Geld, macht mal. Und das ist einfach ein tolles Signal, was sie damit aussenden. Finde ich nicht schlecht. Überhaupt riskiert Nintendo sehr viel, finde ich, mit der Wii U. Was mich total überrascht hat, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber machen zum allerersten Mal, soweit ich weiß, überhaupt machen sie Verlust mit der Hardware, mit dem Verkauf der Hardware. Das war jedenfalls bei den letzten Generationen, in den letzten 8 bis 10 Jahren oder so, war das überhaupt nicht so. Sie haben immer ab dem ersten Verkaufstag haben sie Gewinn gemacht, wenigstens nur einen schmalen. Aber jetzt haben sie auch offiziell zugegeben, sie verkaufen die Wii U unter Wert. Also machen genau das, was Microsoft und Sony schon immer gemacht haben. Können sich auch leisten jetzt langsam. Ja. Sie können sich's leisten. Ich meine, das darf man auch nicht unterschätzen. Nintendo hat in den letzten 6 Jahren mit der Wii und auch davor mit dem DS schon, sie haben so schweineviel Geld verdient. Das kann man. Ich habe neulich mal gelesen, wie groß die Kriegskasse ist von Nintendo. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden US-Dollar das sind, auf denen die sitzen. Das ist nicht ganz Apple, nicht ganz Apple-Niveau, aber die haben schon eine ordentliche Kriegskasse. Ja. Ja, euer Fazit so, jetzt nach dem ersten. Wann kam es raus? Nach den ersten 2 Monaten Wii? Nee, nach dem ersten Monat. Braucht man noch nicht, aber wird eine tolle Zukunft, so mein Fazit. Ja, schwierig zu sagen. Also ich finde, man sieht das Potenzial auf jeden Fall. Und das ist cool. Also ich habe mich jetzt am allermeisten mit Zombie U beschäftigt und das ist, daran sieht man halt sehr gut, was so machbar ist. Und ich glaube ja, dass Zombie U, wenn ein zweiter Teil kommt, das wird ein Knaller. Weil jetzt am Anfang probieren die Leute halt sehr viel aus und man weiß ja jetzt nicht so wirklich, wie viel Entwicklungszeit die Entwickler halt auch für ihre Spiele so hatten und wie viel da jetzt noch möglich ist. Aber man sieht ja an den Ideen halt, also es beflügelt einige Entwickler offenbar. So was bei Zombie U zum Beispiel der Fall war oder bei Nintendo Land sieht man es halt auch. Das sind ja eigentlich alles nur Beispiele, was zukünftig vielleicht in Perfektion kommen kann. Und diese Anfangsphase überwunden ist, die ja wirklich zugegebenermaßen noch so ein bisschen mau ist, dann glaube ich schon, dass da ein paar ganz geile Sachen kommen. Ich vertraue da auch so ein bisschen auf Nintendo. Also ich glaube, dass so Sachen wie Pikmin 3 und neues Zelda und so da schon ziemlich viel reißen werden, weil da lässt sich Nintendo in der Regel eigentlich nicht lumpen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auch zurückgehalten haben mit neuen, also wir haben es ja noch gar nicht angesprochen, klar, Mario ist ja da, aber halt noch kein Wii U Mario. Wenn die dann wirklich Gas geben jetzt mal und Mario 3D-ähnliches Spiel mit Wii U-Features machen und ein Zelda für die Wii U, allein dann ist es wieder der Fall, dass man Nintendo-Konsolen kauft wegen Nintendo-Spielen. Was mich diesmal positiv überrascht, ist eben, dass auch die Third-Parties, allen voran Ubisoft, jetzt eben auch gezeigt haben, hier, wir haben auch gute Ideen für diese Konsole und eben die anderen Hersteller auch gesagt haben, und wir portieren auch und uns fällt da auch noch was ein, was wir mit dem Gamepad machen können. Das stimmt mich sehr, sehr positiv jetzt. Und ich finde halt die Hardware gut. Also man kann sich jetzt drüber streiten, ob die jetzt wirklich diesen Quantensprung macht oder nicht, weil es ist ja eher so ein Status Quo technisch inhaltlich. Aber so jetzt rein vom Optischen her finde ich dieses simple Aussehen, das sieht ja wirklich aus wie die alte Wii, nur halt, also je nachdem, welche Farbe man gekauft hat, schwarz-weiß und ein bisschen länger. Und ich finde auch die Laufgeräusche noch recht im Rahmen. Also sie ist jetzt nicht sonderlich laut oder so. Klar, man hört die CD zwar schön drehen und so, aber es ist jetzt kein Vergleich zu zum Beispiel zu der alten PlayStation oder zu der alten Xbox oder irgendwie. Also es ist schon ganz okay von der Lautstärke. Und es fühlt sich auch
wertig an. Also ich hatte bei diesem Gamepad dann, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, schon so gedacht, so, oh shit. Wenn das jetzt so ein Plastikscheiß wird irgendwie, und die Wiimotes sind ja ehrlich gesagt ziemlich nah dran am Plastikscheiß, weil gerade die Rückseite mit dieses Batteriefach Klapper, klapper. Ich finde, diesmal ist denen wirklich eine gute Waage zwischen der Qualität und einem Massenprodukt irgendwie gelungen. So. Und das ist schon ordentlich was wert. Also sie sieht halt auch neben den anderen Konsolen ziemlich gut aus. Also gerade die schwarze. So, ja. Gerade die schwarze, sehr nice. Also sieht neben der PlayStation gar nicht so schlecht aus. Nicht wie wenn wir zusammen nebeneinander stehen. Ja, genau. Also jetzt habt ihr es nochmal angesprochen mit der Wertigkeit des Gamepads. Da muss ich nochmal sagen, also ein ganz bisschen fehlt mir das beim Gamepad. Nur so ein ganz kleines Detail, macht man den Versuch, dreht man das Gamepad einmal komplett auf den Kopf. Da passiert nämlich Folgendes, die A, B, X, Y-Knöpfe, die haben nach oben ein bisschen Spiel, dann macht es Klack und dann fallen die nach unten. probiert's mal, das ist wirklich, gefällt mir nicht ganz so gut. Also da fehlt mir so ein ganz klein bisschen Polish. Aber insgesamt habt ihr recht. Also die Konsole an sich sehr wertig und schön und wirklich dieser schwarze Piano-Lack wie irgendwie bei der PlayStation 3 und schöne Form und so. Und ja, ich denke auch, also... Ich schüttel mal die Wii U. Ja, hört einfach man das? Mal, genau. Ja, ja, das sind die Knöpfe. Das ist... Es ist ein Plastikspielzeug, aber dafür ist es ganz cool. Mich stört, dass das der Touchscreen so dermaßen altbacken. Das ist halt wirklich noch dieses mit dieser Folie. Du hast keinen Multitouch. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Da bin ich einfach verwöhnt von Apple. Ja, also so Pinch und Zoom, dass das halt einfach nicht geht bei einer nagelneuen Konsole. Das finde ich dann schon ein bisschen enttäuschend. Aber es soll ja mit Stiften funktionieren. Und ist das nicht so, dass das kapazitive Touchscreens irgendwie schwierig mit Stiften zu bedienen sind? Ja, und da ist die Entscheidung genau richtig, einen resistiven zu nehmen. Denn das ist auch der riesige Vorteil. Also, ja, nee. Gleich schmeißt die mich raus. Also die Entscheidung finde ich richtig, weil das ist nämlich genau das, also ihr sagtet ja, jemand von euch sagte eingangs, es ist das, was man irgendwie viel besser vom iPad und Co. und Samsung Galaxy Tab und so schon kennt. Das finde ich nicht, denn durch den resistiven Touchscreen und den Stift, den man dazu bekommt, ermöglicht man eben Gameplay, was auf allen Tablets überhaupt nicht möglich wäre. Die Breite eines Fingers ist einfach, ein Finger ist einfach relativ breit und relativ ein sehr grobes Eingabeinstrument. Wenn du so einen kleinen Stift hast, der mal eben nur so ein paar Millimeter breit ist, die Spitze, kannst du damit ganz andere Sachen machen. Du kannst damit wirklich vernünftig zeichnen. Das haben wir ja angesprochen. Das machen die Leute auch im Miiverse. Da wird es auch geile Spieleideen geben, wie zum Beispiel sowas ähnliches wie Pac-Pix für den Nintendo DS damals, wo man Pac-Man zeichnen musste und der ist dann losgelaufen, egal wie krumm man ihn gezeichnet hat. Sowas wird es geben für die Wii U und das wird natürlich ziemlich geil sein. Und also das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was Tablets mit resistivem Touchscreen haben. Also Scribble Notes und so, probiert das ja auch schon. Ich hab zum Beispiel auch einen Tablet von HTC, irgendwie schon ein Urding, was vor dem iPad rauskam, schon über ein Jahr davor. Auch mit Stift, auch mit resistivem Touchscreen und ich habe da GIMP drauf. Ich benutze das wirklich für Fotobearbeitung und Bildbearbeitung. Also, na gut, das ist ein valides Argument, muss ich dir eingestehen. Ja, auch zum Schreiben ist es deutlich angenehmer. Also Scribble Notes zum Beispiel, wo man dann auch Sachen schreibt mit Hand, das funktioniert schon deutlich besser. Mit dem Fingernagel Texte zu schreiben geht gar nicht. Ja. Na gut. Nee, lass ich dir durchgehen. Ja, danke. Und wo ich gerade irgendwie noch weiter rante, ganz kurz zur Software. Also ich finde auch, das Potenzial eben ist das, was ich am ehesten drin sehe. Was wir also ganz klar gesagt haben, ist, meine Fresse, stellt euch vor, wenn Zelda dafür rauskommt. Wie wird das? Also ein echtes Zelda. Und das denke ich auch. Und ich denke auch, Nintendo wird ähnliche Überraschungen noch haben wie Bayonetta 2 für 2013. Das hat man ja gesehen, dass sie sich quasi diese Überraschung auch aufgespart haben mit Bayonetta 2, dass sie auch viele, viele witzige Minispiele für Nintendo Land auch erst wirklich zum Launch erst gezeigt haben. Also sie... man merkt schon an, dass das deren Marketingmaschinerie auf Hochtouren läuft und die sich sehr genau überlegen, was sie wann bekannt geben. Und wie ihr sagt, also ich vertraue da auch auf Nintendo, dass sie, was Third Parties angeht, noch einige Knaller haben werden. Und meine Voraussage für 2013 ist Eternal Darkness 2 für die Wii U. Ja, yeah, du bist my man. Ja, das wäre so gut. Großartig. Ja. Oh, an dieser Stelle, kurzer Eingriff, wer Eternal Darkness noch nicht gespielt hat, es müsst ihr nachholen. Das ist eins der
besten, allerbesten Spiele aller Zeiten, eines der besten Horrorspiele. Und es ist so ein auch heute noch ein so einfallsreiches Spiel. Großartig. Am besten, man weiß gar nichts drüber, dann ist man noch überraschter. Ja. Also lest, guckt euch keine Let's Plays oder so an. Um Himmels Willen, das muss man selber spielen. Und lasst euch nicht vom Ersteindruck täuschen. Also müsst die erste halbe Stunde durchhalten und dann wird das richtig gut. Also dann halten wir fest, Eternal Darkness 2, Fatal Frame, was auch immer, Wii U. Boah, das fällt die Horror-Konsole schlecht hin. Endgeil. Also haut mal schön ein paar Horrorspiele drauf, liebe Entwickler. Gut. Andreas, du wolltest gerade noch was sagen? Nein. Also, ich will immer noch was sagen. Ja, dann haben wir doch ein schönes Fazit und ein schönes Paketchen jetzt zusammengeschnürt. Ich denke, man hat hoffentlich einen ganz guten Eindruck bekommen. Und ich gucke zuversichtlich in die Zukunft, was auf der Wii U noch kommt. Und dann würde ich doch einfach festhalten, dass wir uns wieder treffen, wenn dann diese besagten Spiele wirklich rausgekommen sind. Spätestens oder frühestens bei Rayman Legends. Oh ja. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß im 5er Zuckerguss Nintendo Land. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.